Da geht einer über Bord. Das ist kein schöner Ort. Und das ist der Lügenlord. Und was macht so ein Lügenlord? Lügen, natürlich. Und über was? Ich muss jetzt auch erst einmal den Vlog von gestern rendern. Da ich gestern das nicht mehr geschafft habe, den zu rendern. Portal muss ich noch rendern. Dann muss ich noch rendern und ich rendere. Wenn ich rendere, dann fange ich an, die Videos zu rendern. Danach werde ich das Video hier rendern. Stimmt ja gar nicht. Das macht alles der PC von ganz allein. Hier auf Datei. Dann exportieren. Und dann macht er schon von ganz allein. Tolle Sache, so ein Computer. Und über was lügt er noch? Schmeißt eure verdammten Waffen weg, macht sie alle platt, die Waffen, und dann haben wir endlich Frieden. Ende der Geschichte. Mit dir. Natürlich. Ein Kommentar Nummer 4. Müssen wir schon wieder die Hater erschießen. Noch Fragen? Aber so ein Lügenlord, der kann noch mehr. Der kann zum Beispiel Leute diskriminieren. Aber dann muss ich schauen, dass ich auch trotzdem politisch korrekte Worte benutze. Ich bin tolerant. Gegen die Christen bin ich ja sowieso. Wie gesagt, nix wie Herr Schwarze. Wir laufen doch immer so. Das ist schon wie so Hip-Hopper halt, ne? Russ. Neger heißt der Neger. Der Russ. Und auch ganz doll seine Fenster pressen. Wenn ich den nächsten Stream machen soll, will ich 10.000 Likes. Ich will 10.000 Likes, bevor ich den nächsten Stream morgen mache. Ich möchte, dass ihr in Zukunft immer liked, wenn ihr hier seid. Wenn das Video keine 1.000 Likes zusammenbekommt, war's das. Dann mache ich keine Videos mehr. Übrigens, ich möchte Minimum 10.000 Likes auf diesem Video, auf diesem Stream, bevor ich offline gehe. Ansonsten werde ich auch keinen Stream mehr machen morgen. Aber am besten kann der Lügenlord die Opferrolle spielen und so tun, als sei die ganze Welt gegen ihn. Ich habe in einem Livestream neulich gesagt, dass meine Hater nicht anders sind als Terroristen. Das ist in dem Fall auch richtig. Es kommen irgendwelche ständigen Anschläge, sei es jetzt mit Sprühdosen, wo mein Haus beschmiert wird. Christina Grimmi ist eine YouTuberin aus den USA. Ich persönlich muss sagen, ich kannte sie vorher nicht. Jedenfalls hat er sie halt mehrfach angeschossen, denn sie starb anscheinend noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Ich dachte, das ist ein Thema, das ich auch mal ansprechen sollte, da das, und jetzt kommt's, mich auch wieder betrifft. Dann haben die Hater gewonnen. Aber dann haben die Hater nicht gewonnen, weil ich verloren habe, sondern dann haben die Hater gewonnen, weil ihr nicht imstande wart, die Hater zu besiegen. Hitler ist das beste Beispiel dafür. Ihn hat das Leid anderer Menschen kalt gelassen. Er hat sogar das Leid von anderen noch verursacht und hat seinen ganzen Hass, seine ganze Aggression auf eine einzige Gruppe geschoben. Und zwar auf die Juden. Jetzt sind es nicht mehr die Juden, jetzt bin's ich. Tja, komische Sache, so ein Lügenlord. Und der Lügenlord, der geht jetzt am besten in die Klapse. Und ihr Kinder, geht schön in die Schule, damit ihr nicht so werdet wie der Lügenlord. Tschüss Kinder und tschüss Lügenlord. Traut euch, kommt zu mir, legt euch mit mir ran, Lügenlord.